Das würde ich mir noch gerne reinziehen, wie standardsgerichtet den Cybertruck von Tesla bestellt hat, Leute. Meinungen von euch zum Cybertruck und danach können wir, wie gesagt, gerne ganz klar noch anfangen mit Craft Attack, Leute. Kurze Meinung zum Cybertruck, mal bitte ganz kurz in den Chat, ich bin gespannt. Oh, Leute, heute gibt es einige neue Sachen und zwar, ich konnte es selber gar nicht so richtig glauben, wo ich das gerade gesehen habe. Und zwar, Tesla hat ein neues Auto vorgestellt und das Ganze werden wir uns mal angucken. Freunde, ich war wirklich ein bisschen geflasht. Ich wusste nicht, ob ich gerade auf einer Mondstation bin, gerade in GTA oder irgendeine Mod spiele, aber wo ich die Karre gesehen habe, war ich schon wirklich ziemlich geflasht gewesen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal... Geisteskrank, wie auch sein Raum hinten aussieht, aber ich finde es so heftig. Kurz rein hier, zack, ab in die Trends. Hier ist es nämlich, das war nämlich die Vorstellung gewesen schon reingesehen. Von diesem Tesla-Truck zumindest. Ja, ist halt der Breakdown halt, ne? Die Zusammenfassung ist das. Und wir gucken mal einfach... Ihr findet es geil oder nicht? Seid mal ehrlich, Leute. Ich finde es nach dem fünften, sechsten Mal hinschauen, finde ich es sehr, sehr geil. Irgendwie doch. Mach kurz rein, was das für ein abgespacedes Auto ist, was die hier vorgestellt haben und was das für eine Special-Funktion war. Also es hat mich wirklich ein bisschen impressed, muss ich sagen. Und da ist da der Elon Musk, der Paul Berger. Elon Musk, genau. Elon Musk. Elon Musk, die Frau an der Führung von Tesla. Elon Musk, Alter. Man kennt sie, standardsgemäß. Man kennt sie. Yeah. Der Chef von Tesla. Und hier wären wir gleich zum Anfang. Ich hab nämlich schon kurz reingeguckt, muss ich ganz ehrlich zugeben, Leute. Aber wie gesagt, hier ist nämlich das... Deswegen, darüber muss direkt ein Video gemacht werden. Normale Autotür, Alter, komplett blocken. Das Andige haut mit einem Hammer, bam, da geht. Ist halt insane, Leute. Ist halt fucking Stahl, Alter. Und Stahl, der halt nicht mal lackiert ist, sondern einfach so raw und angeschliffen bleibt und wie er da ist, Alter. Kriege Dank für deinen Sub, Bro. Das finde ich extrem stark, Alter. Das finde ich extrem krass, Mann. Das, ist schon crazy, Mann. Das Ding hält halt einiges aus, ne? Gegen die neue Karre. Wir haben irgendwie, was hat er da gemacht? Carbon? Was ist denn das? Was sagt denn der da? 9mm Bullet. Wie? Ich schieße mit einer Knarre da drauf. Ist halt so insane, Alter. Die können auf mich schießen, oder was? Gerade für Standardskill natürlich extrem wichtig. Der wird einige Feinde haben, die gerne sein Geld haben wollen würden. Perfekt. Ist das Auto kugelsicher? Ich kann nicht so gut Englisch, ihr wisst das. So, it's ultra hard, cold rolled, stainless steel alloy that we've got. Irgend so ein Stahl, Leute. Übersetzt mir. Also, ultra harter, kaltgerollter Stahl, der einfach Einschüsse aushält, Alter. Das ist so insane. Das unten in der Beschreibung. Ist ja, kaltgewalzt. Ist das kugelsicherter Karre oder was? Kann ich damit endlich durchs Ghetto fahren? Mit einem Fahrzeug? Also das ist durch... Ah, okay, jetzt hat er hier auch noch kugelsicheres Glas oder was? Okay, jetzt. Das ist normales Glas, Leute. Okay, jetzt bin das ist halt hier. Leider echt ein bisschen traurig. Das hat das normales Ding. Das hat das Problem, Leute. Also, das Ding ist halt, ich habe mitbekommen, das Ding ist ja geplatzt irgendwie, Alter. Das Auto, das Glas von dem Auto und lag, glaube ich, darin, dass es auf einer größeren Fläche einfach ist, als auf der kleinen Glasfläche, die jetzt nicht platzt. Ganz hat Glas von Tesla. Boah, von da oben? Oh. Okay, ich glaube, er will das jetzt Kugel ein bisschen belastend, Alter. Das ist so belastend, Junge. Durch das Glas reinwerfen. Ja. Oha. Standardskills Kommentar absolut notwendig, Mann. Hält der niemals. Sure? Yeah. Oh my fucking. Ach du Scheiße. Well, that was a little too hard. Das war nicht geplant. Das war halt nicht geplant, Alter. Extrem belastend, dass das kaputt gegangen ist, Mann, Alter. Nein, weil die Fenster durch die Hammerschläge nach unten gerutscht sind. Ah, okay, 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 okay. Ah, okay, krass. Normalerweise wären die quasi oben verankert und hätten die Spannungen durch das Gummi oben abgefedert. Absolut belastend, dass das Erfolg, dass das komplett, ist ja schon der Erfolg, weil das Glas nicht zersplittert ist. Eben, auf jeden Fall, ist halt nicht komplett zersplittert worden, klar. Ich glaube, das sollte nicht kaputt gehen, ne? Kann das sein? Das kann gut sein, Philipp. Du bist ein extrem intelligenter Mensch. Ich bin mir gerade aber auch nicht sicher. Ich glaube, das sollte nicht kaputt gehen. Ich glaube, er sollte demonstrieren oder zeigen. Das ist natürlich doof, ne? Okay, jetzt probieren Sie das andere Glas, oder was? It didn't go through. So that's a plus side. Let's try that, right? Try that one, really? Okay. Er spielt's halt cool ab, Alter. Oh, man. It didn't go through. Aber er spielt's halt cool runter, Alter. Ja, Elon lost, Alter, der Arme. Schade, Mann. War nicht so doll kaputt. Ja, gut, aber...
Ich denke mal, daran müssen sie noch ein bisschen arbeiten, ne? Bruder, was für dran arbeiten, Alter. Jedes normale Auto hätte eine komplett gesplitterte Scheibe. Da muss man nicht mehr viel dran machen. Also ist schon ganz fein so. Aber klar, wenn das Prädikat halt nicht nicht brüchig sein soll. Ich habe mich halt nur gefragt, was ist, wenn man halt einen Unfall mit der Karre hat, Alter? Und die liegt am Kopf und es brennt im Innenraum. Lithium-Ionen-Akkus, die können auch Feuer fangen, so ist es ja nicht. Gerade bei dem Elektromotor, der dann mal darunter hängt. Und man muss aus dem Auto raus. Die Tür ist aber verbarrikadiert durch eine Eindellung, ja, durch den Überschlag. Wie komme ich jetzt da raus, wenn ich das Fenster nicht einschlagen kann, was ich beim normalen Auto machen kann, Leute? Schauen wir mal. Ja. Aber das Krasse ist, Leute, das ist irgendwie kein Konzeptauto. Das ist wirklich, was da im Hintergrund schon ist. Das ist eine fertige Karre. Könnte natürlich, klar, könnte halt sein, dass man halt irgendwie da rauskommt mit einem eigenen Glashammer oder sowas, safe. Aber den dann halt im Auto zu haben, ja, ich weiß nicht. Aber auf der anderen Seite, wenn das Ding am Kopf liegt, Alter, wahrscheinlich kriegst du mit den massiven Türen sogar noch die Tür auf, Alter. Die wird nicht viel verbiegen. Die fährt in L.A., kannst du mit der Karre schon auf den Straßen rumfahren. Das ist geisteskrank. Das sieht einfach aus, damit kannst du direkt auch auf den Mond fliegen. Ist wahrscheinlich Geschmackssache, ne? 520 Pfund Payload. Das sind, wie viel Pfund sind das? Warte mal, 200 Kilogramm kann man nur laden. Nee, das kann nicht sein. Oder andere. So, let's see, on-road performance. Den einen oder anderen wird das wahrscheinlich nicht gefallen, das Design. Oha. Das ist halt so krank, Alter, diese Daten hier, Jungs. Also in 2,9 Sekunden auf 100 km/h. Junge, Junge, Junge. Das mit so einem Fahrzeug, das ist schon krank. Das ist schon anders krank, Alter. 60 Meilen, also das heißt. Wie soll die... Das ist... Approach Angle. Es gibt ja drei Modelle. Es gibt ja einmal eins mit einem Motor, eins mit zwei Motoren und eins mit drei Motoren. Das mit drei Motoren hat diese 2,9 Sekunden auf 100, also 100 km/h oder 60 Meilen. 16 Zoll Clearance, okay. Approach Angle ist die Angle, wie quasi etwas angegangen wird, also quasi die Steigung nach oben und die Neigung nach unten ist die 28 Grad. Das ist schon extrem stark. Das hat man normalerweise gerade mal mit so einem Jeep Wrangler oder sowas, Alter. Das ist schon echt krass. Rückspiegel hat das Auto keinen, es hat verbaute Kameras tatsächlich. Ebenso wie es keine Seitenspiegel hat, so wie ich sehe. Ja, okay, keine Ahnung, was das jetzt ist. Also hört sich, wahrscheinlich ist das krass, diese Sachen, die er da gerade nennt, irgendwelche, wahrscheinlich wie quer der fahren kann, hoch, dies. Oh, das ist... Die Meilen halt, Alter, 500 plus Meilen, wie viel sind ein Kilometer, sind 1,3 Meilen, glaube ich, oder? 500 Miles in km/h, in Kilometer sind das ungefähr 800 Meilen, Alter, 804 Kilometer, Leute. Das ist schon echt Baba, also das mit einer Ladung... Die Frage, die sich halt stellt, so ein Auto, wenn man das halt an den Supercharger hält, bei Tesla, keine Ahnung, wie lange das braucht, bis das geladen ist, Alter. Und kann man dieses Auto überhaupt mit diesen drei Motoren, diesen riesigen Akkutanks, die hier unten, diese Lithium-Ionen-Akkus hier unten drin sind, überhaupt superchargen? Das ist halt die Frage, ne? Also ich denke mal, das Auto wird es in drei verschiedene Versionen geben und die teuerste Version, denke ich mal dann, oder die größte Version, 500 Meilen. Wie viel sind denn 500 Meilen? Ich glaube, das sind von die ganzen Batterie, also das ist ein Elektroauto. Ich finde, das ist irgendwie mal ein Elektroauto, was mir auch wirklich gefällt, weil es irgendwie so abgespaced, so absurd aussieht, ja. Hier steht für Charging, also okay, ob das jetzt natürlich dann auch impliziert, dass das heißt, weiß ich nicht, mit den Superchargern, keine Ahnung. Was auch wichtig ist, was ich wahrscheinlich gerade nicht sehe. So, es geht mal ein bisschen vor. Ich brauche die Karre ohne Spaß jetzt. Das Ding, das ist halt geisteskrank, Leute. Dieser Quad, ey, ich schwöre, Leute, ich finde Quads... So unglaublich geil, Mann. Ich finde, Quads sind ein so geiles und underrated Fahrzeug. Man braucht es nicht, keine Frage, Alter. Aber wenn ich am fucking Land wohnen würde, ich würde mir sowas von Quad reinziehen und damit rumfahren, Alter. Nein, die haben ein Quad gemacht. Ein Elektro-Quad, Leute. Was genau hinten drauf passt, das finde ich so crazy, Mann. Geil ist denn das? Die haben noch ein Quad rausgebracht, passend zum Auto. Ich brauche die Karre ohne Spaß jetzt, ne? Und der kann das jetzt darauf fahren, oder was? Wie geil das ist, wie slick das hier einfach drin verschwindet. Das klappt nicht hoch, das fährt einfach ein. Wisst ihr, was ich meine? Das sind halt einfach sehr, sehr edgy und bold Designentscheidungen, die hier getroffen worden sind. Das Ding ist komplett kratzresistent wegen diesem Stahl, Alter. Klar, es darf natürlich nicht rosten und sowas. Durch die Lackierung wird das auch alles schwer. Das wird sich alles noch zeigen und die werden sich dabei sicherlich vernünftig legierten Stahl irgendwie rausgesucht haben. Wahrscheinlich ist es sogar ein Edelstahl, wenn ich nicht meine, der wahrscheinlich rostfrei ist, so Stainless Steel. Keine Ahnung, Alter. Ich finde es, muss ich sagen, mittlerweile auch echt ein Auto, was sehr insane ist, aber es ist mir einfach zu groß. Boah, es sieht so abgespaced aus, das Auto, ne? So krank. Es sieht einfach, diese Karre sieht zu unreal aus und er fährt jetzt darauf ganz locker.
Geil. Geil. Zu krass. Zu krass, Mann. So, the adaptive air suspension, you can drop real low. And you go high on the other side with pull-less load mode. Ah, das ist auch ein Elektro-Quad. Man kann das Quad und ich kann das einfach daran laden, genau. Ja, ja, moin. Ey, das ist echt cool, muss ich sagen. Das ist ja das Ding, Tesla wird auch nicht nur ewig Autos bauen. Ich habe Höransagen von Insider, dass ich bekomme, dass Tesla sogar an zwei Rädern mitentwickelt. Und das Quad ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, nämlich weg von Autos in zu anderen Mobilitätsklassen. Da, Klappe zu, Affe yes. tot, oh. Abfahrt. And it's current so, ich guck mal kurz auf der Webseite jetzt hier. Ich will mal jetzt hier. Ah, Leute, jetzt kommt das, wofür wir eigentlich alle hier sind. Deutschland sind wir. Deutschland, hier ist er, Leute, der Cybertruck. So, und Standard-Skill bestellt sich den jetzt einfach, oder was? Er ist besser als ein Truck und mehr Performance als ein Sportcout, also Sportwagen. Dieses Design, wenn man es jetzt hier so sieht, Leute, ich dachte auch zuerst überhässlich, aber wenn man sich jetzt hier so sieht, damn doch, es gefällt mir, Mann, es gefällt mir wirklich gut. Warum ist das hier auf Englisch? Philipp ist eine englische Firma, what the fuck, was denkst du? Hallo. E-Autos sind nicht so gut für die Umwelt, das ist Schwachsinn. Ganz kurz dazu, klar, Lithium-Ionen-Akkus, die brauchen eine Menge Lithium, wie der Name halt schon sagt. Das muss erstmal gefördert werden, das wird unter meisten leider Menschen nicht würdigen Bedingungen gefördert. Und bei der Förderung von Lithium gibt es leider eine Menge Treibhausgase wie CO2, die entstehen. Aber wenn man Elektroauto ähnlich viel nutzt wie ein Benzinerauto als Vierfahrer, dann hat sich das innerhalb von, ich glaube, 4 bis 5 Jahren relativiert und man kann tatsächlich das Auto dann einfach komplett CO2-neutral, wenn dann der Strom, ja, der das Auto nutzt, auch dementsprechend CO2-neutral ist, also Biostrom quasi, eventuell aus einer eigenen Ladestation von zu Hause mit Solarpanel gespeist ist oder sowas, dann kann man damit theoretisch komplett CO2-neutral fahren. Ausgeschlossen natürlich Werkstattbesuche und so weiter und so fort, da fällt ja auch wieder CO2 ein, das alles, aber an sich ist das, eine ziemlich, ziemlich saubere Energie, Elektroautos. Und deutlich weniger Wartung, weil bei einem Motor halt durch den Verschleiß, durch das Öl und die Verbrennung, die ja ständig im Motorraum passiert, einfach irgendwann Schluss ist. Dann sind die Kolben halt abgenutzt und dann kann man halt nichts mehr machen. Dann ist das Ding, also ja, wie gesagt, CO2-neutral dann, wenn der Strom halt weg ist. Trotzdem 5 Jahre und dann kommt der, wie gesagt, schwierig, Leute. Schwierig. Also ja, Brennstoffzellen finde ich auch sehr interessantes Format. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr interessant. Ist halt noch nicht ganz marktreif, ne? Ja, okay, irgendwie zeigen jetzt, es ist aus einem Guss oder gemacht oder was? Mhm. Scheint so aus. Also, ja, es ist halt gestanzter Stahl. Es sieht zu unreal aus. Das ist die Zukunft, Freunde. Eine Sache, die ich mich noch frage, bei Rücklichtern, ja, das hat Felix Barr auch in seinem Video angesprochen, die Frontleuchten hier, die werden ja mit einem sehr hellen LED-Streifen wahrscheinlich oder mit vielen hellen LEDs arbeiten. Die Frage ist halt, wie viel Licht da tatsächlich geworfen wird. Hinten kennt man das ja schon, aber wie gesagt, vorne sind da keine klassischen Scheinwerfer verbaut. Da müsste man sich mal ein bisschen umschauen. Das Interieur von Tesla finde ich hier schwierig. Ist mir nicht genug Schnickschnack. Das Auto, das, ich sag dir ganz ehrlich, damit fährst du durch jede Radarfalle. Es ist ein Stealth-Bomber, ganz klar, da kann dich niemand mehr blicken. Die Rechnung, die Entsorgung wird nicht in die Rechnung mit eingerechnet. Ja, das stimmt, aber wenn ich ja so ein Auto habe, das ist ja sehr, 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 sehr langlebig. Warum sollte ich es dann überhaupt entsorgen? Wisst ihr, was ich meine? Klar, irgendwann werden die entsorgt, aber deutlich, deutlich später als ein Benziner oder ein Verbrenner. Im Generellen muss ja nicht ein Benziner sein, kann ja auch ein Diesel sein. Blitzen. Was, Polizei? Ihr müsst euch was Neues einfallen lassen. Leute, Rückspiegel braucht das Auto nicht. Man hat tatsächlich onboard hier in den Kotflügeln und in den Seitenschwellern hat man Kameras drin, die den kompletten Rückspiegelbereich ebenso einfangen und dann braucht es keine zusätzlichen Rückspiegel oder einen Seitenspiegel. Oh, hier sieht man es sogar von innen. Boah, von innen sieht nice aus, ne? Mit dem Zelt, das finde ich halt auch krass, Alter. Das wäre für mich ein Grund, sich das Ding zu holen, Alter. Das ist für mich wirklich top-notch hier mit einem Elektrogrill dabei. Das finde ich so geil, Mann, dieses Bild. Gute Ladefläche. So, Philipp, bestellst du dir jetzt, ja, oder was? Boah, mit Anhänger, mit so einem riesen abgespaceden Anhänger. Ich sag, Digga, da passt auf jeden Fall der Lambo rein, mein gutester. Freunde, wenn man das Auto auf... Und das Quad fühle ich am meisten. Ah, die LED-Lampen vorne, wie das Matrix von Mercedes, wenn ein anderes Auto erkannt wird, wird der Lichtschalter automatisch schwächer und den Nebelscheinwerfer in dem Moment nach rechts geworfen. Ja, okay, das kenne ich ja von meinem Mercedes auch, ja. Ist das Quad dazu, oder was? Nee, das muss man dazu kaufen, Alter. Ist das Alter. Quad um kostenlos dazu? Nee, ne? Das ist nicht kostenlos. Das ist hier diese... Genau, dann kann man hier quasi im Trimotor, da sieht man halt hier nochmal 500 Meilen. Ein Allradantrieb ist das, 100 Fuß Storage, oder ist das Quadratfuß Storage Trunk.
6,5 Fuß lang ist das Auto. Was sind denn 6,5 Fuß? 6,5 Feet in Zentimeter sind bestimmt... Value Length? 2 Meter ist das Auto nur lang? Nee, das kann nicht sein. Volt Length. Achso, ja, Volt. Okay, das ist ja nur da hinten. Ist ja nur hinten drauf, das Ding. Das ist ja nur hinten die Ablage. Ja, klar, okay, ich verstehe schon. 3 Motor. Das ist ein unglaublich langes Auto. Ich würde halt gerne wissen, wie lang das Auto an sich ist. Nicht nur hinten die Ablagefläche, sondern kann man ja abschätzen. 6 Meter wird das Ding haben. 6,5 Meter, ne? Ja, genau. Krank. Ich sag euch ganz ehrlich, wo kann ich das jetzt bestellen hier? Bestellen hier. Philipp, bestellen. Keine Ahnung, was das Ding kostet. Ich sag euch ganz ehrlich, ne, ich bin eigentlich kein Elektro-Fan. Das auch noch mit drauf hier, plus 6. Full Self-Driving Selected, hat er sich erstmal geholt, kann man in Deutschland noch nicht nutzen. Starke Investition. Aber klar, für später schon sinnvoll. Alter, 14.000 LBS Throwing Capacity, das ist was das Auto ziehen kann. Das ist deutlich mehr als der bekannte große Ford, der gerade den meisten Absatz im Markt USA hat. 200.000 Bestellungen schon das Auto. Ich sag euch ganz ehrlich. Gut, 100 Euro. Das gibt's. You will be able to complete your configuration 2020. Fully refundable. Okay, man zahlt jetzt 100 Euro, dann hat man das quasi bestellt und dann kann man sich das Geld auch wieder zurückholen, wenn man wollen würde. Aber trotzdem, geiles Ding. Ich finde es krass, dass Philipp sich mir bestellt hat, Leute. Ich warte okay, also persönlich. Kann meine Konfiguration 2021 fertig machen. Mhm. Ende. Und 2022 startet anscheinend die Produktion. Krass. Bis dahin muss ich noch ein bisschen Kohle verdienen. Schaffst du, Philipp, schaffst du. Da können wir uns die Karre kaufen. Wir kaufen sie einfach jetzt schon. Ich bestelle die jetzt vor. Perfekt. Mein neues Auto für 2022. Crazy. Finde ich geil. Passt auch zu ihm, das Auto. Muss ich sagen, gönn ich. Leute, ich werde mir jetzt diese Kiste hier bestellen. Sieht schon krank aus, ne? Order complete. Easy. Krass. Krass. Ich warte immer noch, meine Freunde, auf den Tesla Roadster 220. Alter, das ist für mich mein Auto, was ich mir gerne holen würde. Das ist für mich mein absolutes Traumauto, Leute. Aber der ist leider noch nicht draußen. Das ist der alte Roadster hier. Ah, nee, das ist der hier. Man kann ihn jetzt schon vorbestellen, aber ich würde halt gerne da noch die Keynote abwarten, Leute. Das ist für mich wirklich mein Traumauto. 2,1 Sekunden, ja, auf 100, Leute. 250.000 Euro, das ist natürlich krass. Aber an sich, Leute, ist das ein absolut krankes Auto. Ich würde da noch gerne die Keynote abwarten. Ich brauche halt nicht die Basisversion. Hat trotzdem halt sehr, sehr viele Sitze, nämlich 4 Stück an der Zahl. Ist das hier schon die Keynote dazu gewesen? Ach, von 2017 ist das, okay. Oh, wusste ich gar nicht, dass das schon draußen ist, Leute. Absoluter Traumwagen, Leute. Ich würde den gerne noch in Persona mal sehen, wenn der draußen ist, 220. Aber für mich ist das ein absolutes Traumauto, weil der halt einen großen Kofferraum hat, 4 Sitze und einfach ein Elektrofahrzeug ist, Alter. Der kostet zwar 215.000, Leute, aber der fickt erstmal auf der Straße alles weg. Und zweitens ist das einfach ein wunderschönes Design, Leute. Jetzt vorbestellen, Alter, gucken wir mal ganz kurz. Ja, Digga, mach ich mal wann anders, Alter. Ich warte, bis der im Laden ist. Der kommt 2020, wird der geliefert das erste Mal. Und dann werde ich mir den Tesla Store mal anschauen. Kostet halt 215.000 Euro, ne, in der 1000 Reservierung verfügbar. Die Founders Series quasi. Und danach wird der wahrscheinlich in Serie gehen, hoffe ich. Schauen wir mal, Leute. EQC, leider nicht im VIP-Series drin, sonst hätte ich den genommen. So.